Ich will nicht wetten. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Oh nee. Oh nee. Da ist schon wieder der Arsch. Ich versuche mal in neue Lager zu kommen. Und dann suchen wir mal den Neck. Ich glaube, wir können, weißt du, wir können uns ja wie die feichen Kanickel da um den Monster da rumschleichen. Wer sitzt denn da hinten? Lalalala. Was ist, wenn ich jetzt hier? Budler und Budler. Budler, Budler. Ich glaube, da hinten in der Richtung war dann neue Lager. Mal auf die Karte gucken. Da geht es nicht lang, dann gehe ich da unten lang, dann geht es da hoch, dann geht es da rum, dann geht es da runter, dann geht es da hoch. Aber da will ich nicht. Aber da muss ich lang. Boah, ist das ein Weg, ey. Ist das ein Weg. Wir gehen jetzt mal da links rum und dann den Umweg. Das wird ein kleiner Umweg, aber ich hoffe, das sind nicht so viele Monster. Obwohl, ich könnte halt echt mal da die... Ich mach mal da oben die Dinger tot. Ein paar. Das Fieber da zum Beispiel rumläuft. Du Arschkrampe. Warte. Ich hatte doch... So. Aua! Alter! Die hauen ja rein, Alter! Wenn da drei auf mich zukommen, dann bin ich tot. Alter, ich hab nicht gespannt. Kostet echt viel, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das war jetzt auch wieder... Nein. Das war verschwendete Erfahrung jetzt. Kriegen wir jetzt nicht mehr. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Nützt ja nichts. Ich mache Aufträge. Ich muss es dann irgendwie schaffen. Ich speichere jetzt erstmal. Vielleicht können wir die Let's Play 1 Welt überschreiben. Dann will ich mal ins neue Lager gehen. Wir können ja mal, vielleicht ist das auch so was, dass man erstmal die Lager alle kennenlernt. Nee! Och Gott, nee, nee. Nee, das war unfair. Ich hab eine falsche Taste gedrückt. Das mache ich nicht mit. Also, das Spiel ist viel zu schwer, als dass ich mir das auch noch antue, wa? So.
zieh das Ding her und dann, Nee! Scheiß auf die Scavenger, als ob ich irgendwas von haben wollte. Steinwurzel. Das ist was Neues. Warte mal, war da oben auch was? Hä? Ach, das ist hier durch die Wand. Ich gucke mal auf die Karte. Da könnten wir halt langlaufen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sollen wir mal gucken? Ich glaube, da könnte man doch durch, oder? Ich guck mal. Bisschen hier mit der Maus hilfsweise, wa? Kennt ihr ja. Oh. Orschblatt. Gibt's auf den Orsch. Ah, hier gibt's auch diese komischen Hexenraben, glaube ich. Oder waren die in Skyrim? Ich glaube, hier gab's aber auch sowas. Da gehe ich nicht hoch, da liegt ein Skelett. Oh, nee. Ich muss einen Umweg gehen. Da weiß ich nicht, wie die sind. Mach ich nicht. Vielleicht gucke ich mir auch mal meinen Leitfaden irgendwie an. Oh, ich bin durch das Spiel gekommen. Ich habe das noch nie auf legale Weise gespielt. Nee. Oh, ich bin fast tot. Das da oben gehört auch zum alten Lager, oder? Da kann ich doch hin. Ich speichere mal lieber. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Oh, ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Nee? Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Aber wie komme ich dann zum neuen Lager? Ich kann doch nicht da bei den komischen Imps da oder... Nee! Oh, ich und die Knöppe. Wir haben kein gutes Klima hier persönlich. Oh Mann, ey, was soll ich denn machen? Da wollte ich aber lang. Das ist das Orkgebiet. Ich könnte natürlich oben rum auch durch den Wald. Ach, ich gehe einfach mal bei diesen komischen grünen Viechern da vorbei. Vielleicht bin ich ja schnell genug. Ich töte jetzt erstmal den da. Ne, töte ich nicht, das ist Verschwendung. Vielleicht kann ich oben rumgehen da. Das alte Schwert kann ich verkaufen. Spitzhacke auch. Ein Becher kann ich auch für einen verkaufen. Nimm doch den Scheiß!
Oh, ich will springen. So, jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich will doch einfach nur da hoch. Ich will doch einfach nur da hoch. Warum ist denn... Was soll denn die Scheiße? Oh Gott. Warte mal. Ne, da will ich aber nicht. Ich mache jetzt hier das dahin, so, und dann ist es... Ja. Warum? Ja, was ist denn das Problem? Ja, komm doch hier hoch, du Arschloch! Pass auf, ich poliere dir jetzt die Fresse! Komm hierher! Oh, da sind zwei. Du scheiß Goblin, ey. Nee! 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 Oh, das ist doch kacke, ey. Das ist richtig kacke. Das ist echt richtig scheiße. Ja, mit denen da oben haben wir ja jetzt geschwätzt. Dann versuchen wir das jetzt auch zum Laufen. Die scheiß Goblins da. Umlaufen mal die Goblins. La 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 la. Njo, 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 njo. Gib mir das. Gib mir was da liegt. Gib mir was da liegt. Hier riecht doch noch mehr. Hier riecht doch noch mehr. Ist das eine Last? Ist das eine Last? Spring da hoch, Alter. Komm schon. Spring einfach da hoch. Spring einfach da hoch. Ist das hier so ein Rätselspiel oder was? Ja, spring da hoch und dann... Ja, also. So, wer lebt hier sonst noch? Noch irgendwelche Goblins da hinten? Da ist doch ein Typ von uns. Nee! Oh, oh. Oh, ist das... Ja, der Goblins da, boah. Ach du Scheiße. Nee. Nee, nee. Nee. Oh, wie so feige Schweine, ey. Lass mich in Ruhe. Ah. Oh, wir müssen noch weiterlaufen. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ah! Nee! 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 Oh, noch mehr Goblins. Ich will auf die Karte gucken. Ah! Ah! Ha!
ist das hier sowas wie Outlast und so weiter, wo man sich nicht wehren kann? Ah ja, da wollte ich hin. Da darf ich dann irgendwann auch noch zurück. Also gut, aber mit Rennen kommen wir schon mal ganz, ein Stückchen weiter. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Doch. Ja, es hat alt neue Lager. Geil. Ich wollte mal gucken hier. Ich werde jetzt aufgehalten. Ich werde nicht aufgehalten. Hallo. Hey, wie sieht's aus, Alter? Sieht's aus. Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Oh. Das passiert mir nicht nochmal. Ich hab gar kein Sumpfkraut dabei. Hab ich Sumpfkraut dabei? Oh ja, hier mal. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, oh. Ja? Mit sowas komme ich nicht klar. Ja, das liegt an deiner verfickten scheiß Drogensucht. So. Ciao. Solange ich das. Bandit. Bandit. War doch klar, dass das. Bandit. Oh, hier wächst was. Das hier ist also das neue Lager. Ja, dann hat sich der Reise doch schon gelohnt. Wo? Wo nicht? Ha? Wie ist es? Hä? Was sagst du? Hä? Hä? Hat es sich gelohnt oder hat es sich gelohnt? Hä? Ach ja, ich erinnere mich. Bauer. Puck. Bauer. Hey, Pock. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Du nervst mit deiner Art. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Ach. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Du kannst doch nicht einfach solche Wörter hier benutzen. Bauer, 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 Bauer. Wir machen hier gleich Schluss erstmal. Weil ich muss gleich ein Bett. Und ich wollte noch schneiden. Bauer, Bauer, okay. Das sind alles die Bauern. Verdammt, Bauern! Jetzt suchen wir noch Neck oder fragen vielleicht mal nach Neck. Vielleicht weiß das ja jemand. Bauer. Kann schon sein, siehst du? Schläger, Left. Hey du, ja? Neu hier, was? Ja? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Nein. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was nee. Denkst du? Nee. Vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Der Reislord. Kannst dein Wasser jetzt selbst bringen? Ich suche Neck. Wer bist du? Rufus. Mehr mit dir schwätze ich später. Bauer, 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 hab ich doch gewusst. Oh nee. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Nee. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Ja, weißt du, ich sehe ganz in Ordnung aus und dann so, oder was? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr.
Außer um mich zu verteidigen. Mhm. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Das stimmt. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Ach so, deswegen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Was, bist du der Reislord oder was? Hä? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Warte mal. Reislord. Nee, das ist der Horatio. Ich glaube, er ist... tot. Bauer, Bauer, Schläger. Der Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Hä? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Okay, alles klar. Schläger, Bauer, Horatio, du warst so nett zu mir und hast mich erstmal bedroht, du kriegst erstmal Wasser. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ah, da kannst du aber nicht machen. Muss ich jetzt jedes Mal angucken, wie die Leute was trinken? Lele. Hier, Bauer. Ich hab Wasser für dich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ja, das will ich aber jetzt nicht sehen. Oh. So, noch 10 to go. Water to go. Ich helft gerne, wa? Hör mal, du siehst durstig aus. Hier, bitteschön. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Jetzt bin ich doch hier am Nebenquest machen. Danke, Junge. Bitte. Das habe ich gebraucht. Jo, bitte. Das habe ich gebraucht. Boah, die Synchronstimme ist echt... boah. Hör mal, Rufus. Rufus. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Trink doch den Schlamm hier. Ach, wir stehen ja auch im Schlamm. Man sieht es an den Beinen. Hi, ich bin neu. Wollte mal fragen, was so läuft. Nee, wollte ich jetzt nicht. So, du kriegst noch ein Wasser. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Hat eine tolle Flasche. Für die Bauern. Wie viel habe ich noch? Wo ist das Wasser? Wasser. Wasser. Da, noch 7. Okay. Ey, Pock. Nee. Pock. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Ja, danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Da hat man gerade ein Geräusch gehört.
Ich glaube, als der Synchronsprecher das aufgenommen hat, da ist er auf so seinem Stuhl so zurück und hat dann so, das hat man gehört. Voll gut. Voll lustig. Ey, Bauer. Weil er noch weiter mit dem Rücken zudreht, ist das nichts zu trinken, ey. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Da hast du gerade aus dem Arsch gezogen. Doch. Danke, Junge. Dein Arsch steckt. Das habe ich gebraucht. Das habe ich geraucht. Hey, Bauer. Ich hab Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Du da hinten, ist auch noch was. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ich sterbe ja auch gleich. Springen wir da hoch jetzt hier. Springen wir einfach mal da hoch. Wer hatte denn jetzt eigentlich noch nichts? Hattest du schon was? Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Boah, diese Scheiße. Diese Stimme. Glaube ich, noch zwei. Oh Gott, ey. Wer bist du? Du hast, glaube ich, noch nichts gekriegt. Hier ist was. Bauer, ja. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Warum kriege ich immer den mit so einer Stimme? Da hinten der Obere hat auch noch nichts gekriegt. Und dann war da der erstmal hier mit dem Wasser. Hey, du. Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Nee. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Kannst mich fang mal direkt Arsch lecken. Wieder damit an. Nö. Mach ich nicht. Ich bin auf der Suche nach Neck. Arschloch. So, aber ich glaube, ich mache jetzt Us. Und dann, Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Okay. Was macht ihr so? Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ach so, das sagen die... Muss ich den jetzt echt durchweg befragen hier? Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Was? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden... Würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Herz zu geben. Ach so. Wir wollen hier raus. Raus! Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Nur neugierig. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Ist ja richtig witzig, ey. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch, wenn sie genug Erz haben.
jagen wir den Haufen in die Luft. Alles klar. Pass auf deinen Rücken auf. Jo, mach du das auch, Söldner. So, dann sind wir jetzt offiziell im Inneren Kreis Neuen Laras. Das war riesig. Das ist riesig. Da hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Lass mich bloß in Ruhe. Ich rede später mit dir. So, ich sag aber jetzt tschüss, weil wir suchen das nächste Mal Neck. Das mache ich jetzt nicht. Das nächste Mal suchen wir Neck. Dann gucken wir nach dem Erzhaufen und was wir hier sonst noch zu machen haben. Aber das alte Lager gehen wir auch noch. Boah, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich speichere jetzt das Spiel. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Gothic 1, let's play! Nee!